Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im Multiplayer im LS19 zusammen mit dem Philipp. Hallo! Ich habe einen neuen Traktor, wir haben geupdatet. Ja, haben wir. Er hat seinen eigenen. Ich auch mal den Kakko alleine anhängen kann. 57er Johnny verkauft und sich dafür den 6R von Agrarplay geholt. Naja, da fährt er und hupt. Aufpassen, dass ich voll beladen werde. Ja. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe meine Tür noch offen. Das habe ich nicht ganz so optimal. Sollten wir erstmal ein Tempomat einstellen. Machen wir mal wieder Radio heute an und vergessen. So. Hallo? Oh nö. Junge, was machst du denn? Okay, er ist schon da. Oh, kommt der her, Puppe. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der Helfer, diese irgendwie Längsbar. Diese Stelle nicht so. Nee. Diese Stelle auf jeden Fall nicht. Da bleibt er immer wieder hängen. Oder will umdrehen, was ich eigentlich nicht so ganz verstehe, aber gut. So weit den Johnny, ey. Beeil dich, ich hab 97, 98, 99, voll. Ich bin schon da. Ich muss hier, welches muss hier ein fliegender Wechsel sein? Natürlich. Habe ich doch geschafft. Ja. Wechsler hatte nur ein paar Sekunden Standzeit. Optimal. Optimöbel wäre es gewesen, wenn ich daneben gefahren wäre. Ja. Gar keine Standzeit. Einmal bloß rüberschwenken. So, irgendwo, ja, hier fahren immer die Ausfahrt. So, bremsen, wenn wir nicht irgendwo drin donnern, wenn ich so vorteilhaft. Aber da kommt keins. Oh, geil. Hm? Da ist noch einer mit der. Mit der? Fünf Stabkabine. Ah. Wo eine Seite ganz ist und die andere Seite aufgeteilt ist. Die sind. Ich habe die Tür noch offen, fällt mir gerade auf. Ja gut, spätestens jetzt ist er weg. Okay. Nein, ich fahr bloß 10 km/h. Ja, okay. So, hier links drinne. Unser Silo habe ich derweil auch schon mal ein bisschen geplättet, glatt gefahren, damit wir wieder angenehmer drüber kommen über das Ganze. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mal. Sag mal. Hä? Ich setze mal den Helfer woanders da an. Okay. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mal hier Aufnahme SSD auf die 1 TB umgelegt. Das heißt, es dürfte eigentlich nicht mehr zu ruckeln etc. kommen. Ja. Kannst du bitte dann neue Häcksler Schneidscheiben mitbringen. Bin eventuell in den Holzhaufen gefahren. Ja, kann ich machen. Ich fahre mit unserem Ford Mustang hin, ne? Zeug kommt hinten in den Kofferraum drin. Da klappt das schon. Kofferraum. Ja, was er nicht hat. Doch, eine ganz kleine, glaube ich. Ja, eine kleine. Wieso bleibt es die. Ich habe den Helfer angesetzt und da bleiben einfach Autos stehen. Ist normal so. Gut, ne? Mein Problem ist nicht, ne? Nö. Jetzt fahren sie. Nee, doch. Das sind bestimmt Gaffer, nee. Alter. Die wollen meinen Sound hören. Ich hupe sie mal an. Und noch was anderes vielleicht, was? Vielleicht das schöne Mädchen, was? Du bist gar 18, ich sehe es schon, Alter. Oh nee. Oh, ich könnte vielleicht die Hexe. Das hat sich nicht gut angehört, aber gut. Alles gut, ich bin bloß kurz weggetappt. Okay. Ich könnte vielleicht die Hexeklappe aufmachen. Ah, ja. Was macht er denn? Ich das komme! Bleib schon wieder stehen! Was seid ihr denn da vorne? Naja, wir müssen momentan immer noch mit dem Helfer kämpfen. Ein Mitspieler hat sich bis jetzt nur einer gefunden, der aber heute noch nicht Zeit hatte, weil er bei Twitch Kommentator macht. Das heißt, heute sind wir noch zu zweit unterwegs. Die Prozent ja, und er nimmt auch mit dem, also. Er hat auch leider bloß einen Laptop.
Laptop mit nicht zu viel Speicherplatz und allem und ach. Du kannst dann über die Straße kommen. Ja, ich bin oder auch nicht! Ich bin gerade schon bei euch vorbeigefahren. Alter. Sag mal, dann bitte kürzt du den Johnny ein. Ja, kann ich machen. Warum hat der Helfer jetzt den Motor? Egal. Alles hier viel Verkehr. Junge, Junge, Junge. Hey, wieso bleibt der immer stehen hier an der Baumreihe? Soll ich mit dem Johnny hinterherfahren oder was? Nee, ich bin schon wieder da. Okay. Ich weiß nicht, was er hat. Der bleibt hier immer stehend. Also und will umdrehen. Hm. Ja, wo fahr dann jetzt schon wieder hin? Der, warte, ich fahr für dich. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn, dass wir den Helfer jetzt hier fahren lassen. Vielleicht mag es. Ach, jetzt waren wir in dem 6R drin. Schön, schön. Im guten Teil. Nein! Alter! Gerade wollte ich Tempomat reinmachen. So, Tempomat drin. So fahrst du mir. Oh! Hä? Bin ich voll? Ich bin voll! Ich bin voll! Wieso hoch? Du brauchst dich gar nicht melden hier, Puppe. Warte, ich komme mit der Motorsäge. Oh nee. Na, dann fangen wir mal an. Da mal rüber zu mir. Was machst du mit dem armen Mann oder Frau? Mensch, was auch immer es ist. Motor. Motor aufsehen. So. Oh Mann. Und noch einmal du Sau. Oh. Eieieiei. Hexelklappe ist zu, dann geht's ab. Dann geht er ab, die Luzi. So, ich muss meine noch aufmachen. So. Komm hinter dem her. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass wir den mit drauf nehmen. Aber ich habe so das Gefühl, er verkackt. Ja, er hat verkackt. Kollege, halt, stopp! Jetzt ich hänge auf der Leitplanke. Warte, ich lasse den einfach jetzt mal mitten durchstecken, das hat so keinen Sinn. So, Hilfe, fahrt einmal. Hier ist eine Einfahrt und dahin, wo du hin willst. Und ich lasse ihn jetzt einfach mal fahren. Oh, leck, leck, Uldo! Was geht denn hier ab? Ich kann den Baumstumpf zuschneiden. Oh, jetzt geht. Ah, vielleicht liegt es daran, weil ich ihn schiebe. Ich habe den Baumstumpf zugeschnitten. Ah, daran lag es wahrscheinlich. So, Leute, was natürlich nicht fehlen darf bei so einer wunderschönen Häckselaktion, ein kühles Red Bull. Das ist jetzt aber super durchstechen. Oh Gott. Helfer D wird blockiert. Fährst du gerade, ja, ne? Nein. Fahr mal hierher. Ja, ich bin schon da. Andere Seite. Ich drehe ja schon oben, meine Güte. Mann, wo soll ich das denn reifen, Mutti? Weiß. Ich sag's immer, deutsche Sprache ist schwere Sprache. Es ist auch so. Für Ohrfahrer. Stimmt, ist so. Da war er. Was war? Mein Ach Johnny. So. Alter, ich muss den Sound leiser machen, der ist nicht so laut, ehrlich gesagt. Mir wurde schon oftmals oder beziehungsweise einmal mehrmals gesagt, ich soll die Musik ist doch zu laut. Leute, ich hab's ja, ich finde sie ja auch als ein bisschen laut, aber ich kann es euch immer wieder gerne nochmal zeigen. Es ist auf 10%. Leider geht das nicht. Ich weiß nicht, du könntest das ja auch mal allgemeine Lautstärke 2 runter machen und den Rest 2 hoch.
Oder eins hoch, oder eins runter und eins hoch, also. Ja, müsste ich dann mal ausprobieren. Ist natürlich eine Variante. Was hat er denn jetzt schon wieder? Okay. Wenn du willst, kannst du den Tweetmaker haben. Also, der wäre wendiger. Mir egal. Wenn der 1000 also ich komme auch mit unwendigen Sachen aus, also da kein Problem mit. Aber wobei ich muss sagen, die momentane Konstellation passt eigentlich ganz gut zusammen. Ja, finde ich auch. Okay, ich bin voll in. Jetzt bin ich voll. Ja, ich gebe schon, also ich bin am Abladen. Okay. Tut mir leid, Herr Häckslerfahrer, aber Sie müssen ein bisschen warten. So, machen wir uns auch auf Richtung nach Hause, Weg zum Hof. Ich gebe einen Tipp. Fahr nicht mit 50 durch den Hof durch. Nee, habe ich schon gemacht. Mal gemacht und da lag der gute Fendt hier auf der Seite, ne? Ja, nicht ganz vorteilhaft, glaube ich. Ich bin gegen Baum gedonnert. Ist er schon außen oder noch innen drin relativ? Im Silo, Mensch? Nein, der. Achso, der Häcksler. Der ist nur auf der gleichen Bahn, wo wir vorhin. Hast du mich berührt? Nein. Ich hab's jetzt echt nicht mehr gekriegt. Bisschen. Alter, wenn ich einen Kratzer in der Felge hab, ich sag's dir, ne? Wo hast du keinen Kratzer in der Felge? Wenn, dann hat der Hänger einen Kratzer. Okay, der Hänger. Der Hänger ist schon egal. Ja. Egal, wenn der Platten hat, Alter. Und dunkel heute, ne? Ja, 15:09. Kann daran liegen, dass wir, glaube ich, in der letzten Folge außerdem mal die Zeit auf 5 hatten. Also, das wäre klar. Ja, geht noch, glaube ich. So dunkel ist, glaube ich, noch gar nicht. Ich gucke jetzt gleich mal raus ein bisschen. Ja, okay. Aber kurz den Hexler ist angestorben mit 50 km/h. Hast du ihn ausgenockt, Alter? Da war ein Hexler, sorry. Der coole Hexlerfahrer, Alter. Ich glaube, der hat jetzt gekündigt, ey. Hat er. Donald von hinten mit 50 km/h den rein, Alter. Du kannst dich doch nicht so anfangen. Er hat sogar gekündigt, er hat einfach aufgehört. Oh Gott. Nee, nee, nee. Ja, und Leute, wenn ihr keinen Bock mehr auf Häckseln habt, schreibt's rein, wir machen es privat weiter. Jo. Wo fahr ich denn jetzt schon wieder hin? Jetzt müssen wir immer gucken, stehen. Weil es ist ja die letzte Folge oder Aufnahme für diese Woche, wo dann am Mittwoch online kommen wird wahrscheinlich, oder Freitag, mal gucken. Und wahrscheinlich eher Donnerstag. Wir haben doch gesagt Sonntags meistens. Ja, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir diese Woche, weil wir das Projekt neu gestartet haben, die Woche über ein bisschen mehr machen und dann ab nächster Woche Samstag, Sonntag und Mittwoch normal nach Plan folgen bringen. Samstag, Sonntag, Mittwoch. Jo, also jeweils drei Folgen. Sonntag und Mittwoch. Jo, jeweils drei Folgen in der Woche. Ja. Und der Rest wird dann mit Stappenbach. Wo fahrt er denn jetzt, Alter? Oder dem einen oder anderen Projekt dann noch aufgefüllt. Ey, das wird ein Spaß. Auf der anderen Seite. Ja. Bisschen größer als wie die hier. Und hier schaut schon aus wie ein Fleckenteppich. Ja. So, ich fahre mal hier ein bisschen in die Mitte. Das dürfte ungefähr hier sein. Und so. Dann springe ich mal ganz kurz in den. Alter, ich bin nicht mal halb voll. Um mal ein bisschen glatt zu machen. Nein. Flo. Hä? Oh, oh. Hm? Oh, 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 oh. Was hat er gemacht? Das war's falsch, ja? Lass doch hier nochmal. Kann den Hänger hoch und runter lassen. Oh, wir hocken auf. Ah, jetzt geht's. Vorne. Okay. Ah ja. Wie bei einem Ladewagen. Vorne die Deichsel, oder? Nee. Direkt am Hänger.
Okay. Nicht nur die Deichsel, sondern die Deichsel geht ja bei dem Hänger ein bisschen weiter rein. Ja. Kann ich rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Mal wieder schön stellen. Okay. Aber wir haben die vorhin vollen Hubel hingekriegt. Nur noch ein bisschen raus beseitigen. Ich weiß nicht. Nee, der wurde halt doch die ganze Zeit abladen. Ist halt vorne ein leichter Hügel entstanden. Aber ich bin da gerade dabei, den zu plätten. Ja, ich bin mit dem Fan schon am Feld, also ich bin schnell im Einsatz. Ja, ich seh schon. Ich weiß nicht, ich fahre da geradeaus weiter oder. Der FF wurde gerade noch explodiert. Er hat einfach gebrochen. Ja, gut. Kann man machen. Komme ich da rum? Ja, easy. Alles platt machen mit dem MB-Track, mit dem fetten Terra-Bereifung und dem der Walze geht so easy. Hast du eigentlich Mieters-Reifen drauf? Ja, gell? Ja, gibt's nur von Mieters, die dicken Schluppen. Ach so, okay. Sonst hätte ich gefragt, bitte das nächste Mal Michelin. Ich bin ja auch Michelin. Hashtag Werbung. Ich bin tatsächlich eher nicht so der Michelin-Freund. Trelleborg, Mieters, ja, aber Michelin, wie soll ich sagen, nee. Auf der Stadtbahn und Xerion habe ich sie drauf, die gefallen mir, sind mir relativ gut. Aber ich muss jetzt sagen, auf dem einen oder anderen Traktor, nee. Bin fast Vollflug. Oh ja. Ich nehme ganz kurz den MB-Track vom Xerion. Muss kommen. Ja. Der Häcksler darf nicht stehen, hier hießest du mir mal. Ich taube. Da ist er. Wo seid ihr denn? Da sind hinten. Wir vor dir. Gib Gummi. 98. 99. 100. Ich muss weg. Tschö. Egal. Bin in 100 Meter, glaube ich, Entfernung. Da bin ich da. Hörst du meine Hupe? Gar. Nee, habe ich tatsächlich nicht, glaube ich. So, Herr Gixler-Fahrer, ich bin da. Oh, sag ich nicht. Wo fahr denn ich hin? Das weiß ich auch nicht. Das glaubt doch kein Mensch. Da vorne ist eine Halle. Mal wegen einer Reihe oder ne, eine Reihe ist nicht ganz. Drei Reihen müssen wir hochfahren. Boah, ich mag nur die dicke Werte haben. Also die Horsch. Für die, die wo nicht wissen, welche ich haben mag. Wir die mit drauf überhaupt? Glaub nicht. Glaub schon. Warte, ich schau schnell nach. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Die haben wir nicht, schade. Egal. Können wir ja demnächst schon mit drauf nehmen. So, was macht dann? Er weiß nicht, wahrscheinlich nicht wohin. Rechts und links von ihm ist etwas. Er fährt rückwärts. Haut er sich raus? Ne, er fährt wieder vorwärts. Ah ne, er wendet. Ich glaube, er hat sich entschieden. Er muss wahrscheinlich nochmal rückwärts fahren und gucken, wie viel auf der linken und wie viel auf der rechten Seite steht. Aber er hat sich für die Seite entschieden, wo am meisten noch steht. Richtige weise Entscheidung. So, wir können losfahren. Ja, sieht gut aus. Er hat's verstanden. Gespannt ist schon cool. Flo, mal wieder nicht so weit vorne abladen. Oh. Ja, Kollege, du hast es ganz gut gemacht. Aber da drüben steht noch eine Bahn. Wir fahren die jetzt mal zurück.
Also dieses Mal nutzen wir die Silo wirklich besser. Ja. Ich lade zwar relativ früh ab, aber es geht noch. Also ja, relativ früh ab. So. Alter, ich sehe schon wieder, weil das Geld reingeflogen kommt wie von Himmel, Alter. Da fliegen die Millionen von der BGA. Da muss ich mal wieder durchtappen, das immer wieder. Da oben. Ja, ich glaube, oben haben wir noch was stehen. So, gehen wir da, Kollege. Ist das dein Ernst? Ich komm wieder. Will er mich eigentlich verarschen? Da steht noch was, siehst du das? Er hat's gesehen, okay. Du dann mal mit dem Johnny fahren, weil der doch ein bisschen mehr Gott. Platz. Ich glaube, du musst hier ganz kurz mal anrücken und den Häcksler fahren, weil der Helfer checkt es nicht so ganz, dass da noch eine Bahn ist. Ja, ich komm schon. Vollbrause. Ah, jetzt hat er es, glaube ich, verstanden, oder? Nee, hat er nicht. Ja, diese eine schmale Bahn hat ja da nicht so ganz gecheckt. Lass dann auf der linken Seite gleich ein bisschen aufräumen, oder? Haben wir nicht oben noch ein bisschen was stehen? Ja, haben wir auch, aber auf der linken Seite auch. Oh Gott, wie sieht's da denn aus? Eieieiei. Bisschen ein Fleckenteppich, ne? Ja, ein bisschen. Hier drüben. Ja. Bin schon am Winden. Oh, ganz knapp, Alter. Ja, der Häcksler, der geht ab. Der beschleunigt schneller als ein Bugatti, Alter. Der bremst doch gut. Ja. Also 750 PS und noch irgendwas, glaube ich, oder? Ja, glaub schon. Die müssen ja auch irgendwie auf den Boden kommen. Ja. Unkraut gehäckselt, perfekt. Da freut sich die BGA. Naja, der BGA tut das nichts, aber ein Boden. Ah, weißt du was? Wenn wir das ganze Silagezeug in die BGA reingefüllt haben, wir kriegen ja da auch Gerisch daraus normalerweise. Ja. Alter, Güllparty des Jahrtausends. Ja. Und von den Kühen können wir ja dann die Gülle auch noch in die BGA schmeißen. Jo. Wir brauchen aber erstmal Mischrationen, damit die überhaupt mal was produzieren. Ja. Aber wir haben ja Heu da, das einzige, was wir nicht haben, ist Stroh. Da haben wir Stroh. Nee, Stroh haben wir nicht. Ich würde fast sagen, dass wir auch dann auf die 16 oder nein, auf die 45 sind ja Zuckerrüben, 30 ist Hafer, und auf die 16 würde ich noch auch Hafer drauf ballern nochmal. Sind die jetzt da? Ja, müssen wir aber vorher, glaube ich, ja, es muss vorher gepflügt werden, weil der Mais drauf war. Ja, aber wir haben ja da zum Glück unsere Tiefenlockerer. Wie wär's mal mit Aufnahme ab Moderation? Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ja. Ja, so 25 Minuten Videos haben wir doch gesagt, oder? Ja, so um den Dreh. Das heißt, wir haben noch ein paar Sekündchen. Wow. Ja, ich mach dich nochmal schnell voll. Ja. Also nochmal zurück und dann muss, glaube ich, voll sein. Ich habe jetzt 88%. Oh, und da ist ein Zaun. Der Häcksler ist wendig. Ja. Ganz schön drum fahren. Ja, die eine Bahn geht jetzt easy aus. Hm.
Oh Mann. Oh, geht das noch alles ich drin? Ich darf hier nicht singen wegen Ding. Shit. Egal. 95. Nicht ganz. Ja, nicht ganz, werde ich voll. Ja, ganz bin ich voll geworden, aber das seht ihr dann in der morgigen Folge, liebe Leute. Denn heute sind wir auch schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo wäre natürlich sehr nett, würden uns beide sehr freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade im LS19 im Multiplayer. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja. Kostet auch nichts. Das ist immer so. Also, liebe Leute, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.